Servus, hallo zu einer neuen Folge. ETS 2 auf Pinter. Heute habe ich einen Spezialauftrag für uns angeangelt, worauf ich wirklich sehr, sehr viel Bock habe, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und wir gucken es jetzt an und bleiben auf alle Fälle dran, wenn du nichts verpassen möchtest, was wir jetzt transportieren. Und ich könnte natürlich jetzt noch ein bisschen fahren, danach euch zeigen, aber ich zeige jetzt. Und guckt euch an und bleibt dran, wie wir diesen Gegenstand transportieren, ob wir ihn auch richtig ans Ziel transportieren. Und da. Seht euch mal dieses schicke Gefährt an. Wir transportieren heute eine Lokomotive. Ist die nicht hübsch? Ist die nicht hübsch? Oha, schick. Das gefällt mir wunderbar. Und ich fahre jetzt ein Stückchen vorher mit dem noch gleich Foto schießen. Mit diesem Turm und der Lokomotive. Ich hoffe, das reicht so. Oha, ist das hübsch? Ist das hübsch? Ich wollte. Nizza wäre am besten gewesen auf dem Weg Richtung Spanien. Aber ich musste sagen. So. Na komm schon. So, die Lokomotive. So, genau. Ja, so sieht es doch herrlich aus. Ich mach's mal ein bisschen heller. Ja, so. Oh, das ist ein schönes Bildchen. Schönes Bildchen. Und ich bin gespannt, wie wir dieses Musterexemplar jetzt einfach transportieren. Biege nach links ab. Ja, so schnell geht's nicht. Ich habe einen Schwertransport. Oh, sieht es nicht herrlich aus, Leute. Was ich euch natürlich noch sagen wollte, ist natürlich, das Ding wiegt 61 Tonnen. Wir haben 61 Tonnen von Dion Dax. Wir fahren nach Dio und nach Daxa und ja, es ist schon, brauchen wir schon einige Stunden und wir sind 500 Kilometer, die wir jetzt fahren müssen. Ich gucke mal, ob wir das überhaupt in einer Folge schaffen. Wir müssen mal gucken, wie wir, und ich wollte da was machen kurz, ups. So. Ich wollte noch kurz was machen. So, liebe Leute, der Geschwindigkeitsbegrenzer war aktuell nicht an. Und, upsala, hört ja schon gut an. Und deswegen sind wir in der letzten Folge so gerast. Oh, herrlich. Man merkt schon das Gewicht, dass man hier so fährt. Immer geradeaus. Es ist einfach eine rote Ampel.
Die hätte die nach Nizza, von hier rauf wäre natürlich auch interessant gewesen. Aber wo ich die Lokomotive gesehen habe, wo habe ich sofort gewusst, das ist das, was ich möchte. Und ich habe jetzt gerade zu der letzten Folge und dieser Folge kurz Pause gemacht, was trinkt man und Co. Und habe überlegt, in der letzten Zeit habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Content rechts halten. Über ETS 2. Deswegen machen wir jetzt ab Ende Mai bis Ende Juni ein Special, die Montagsfahrerei. Und wir machen nur jeden Montag eine neue ETS-2-Folge. Und ich glaube, dann ist einfach auch die Spannung ein bisschen besser erhalten. Und habe ich was übersehen? Ja, habe ich. Aber wir sind stärker, wir haben eine Lokomotive hinten. Genau, also die wahrscheinlich Montagsfahrerei. Dass Montag, also ab 10 Uhr wahrscheinlich immer die Folge online kommt. Und dann machen wir nur montags, also ab 30. Mai bis Ende Juni, dass nicht zu viel ETS2-Content ist auf diesem Kanal. Ich habe auch schon andere Projekte im Hinterkopf. Schön. Schön wie die Landstraße. Von da sind wir gekommen vor. Das wird die Tage wohl vorhin vorbei. Wir sind hier auch gelb markiert, deswegen wir waren hier schon vorhin. Das ist diese Straße, die wir vorhin im Dunkel abgefahren sind. In der letzten Folge, meine ich. Immer geradeaus. Schön. Wieso müssen wir. Ich frage mich mal gerade. Wir biegen dann hier dann. Bis hier waren wir überall gleich. Und jetzt biegen wir ab. Schön. Wir fahren über. Wieso das denn? Wieso fahren wir nicht einfach hier? Wir fahren über Schweiz. Leute, wisst ihr was, wenn wir schon über Schweiz fahren? Lass uns mal kurz Bernd mitnehmen. Wenn wir schon so fahren, warum nicht? Warum nicht? Fahren wir mal so rum, ich bin immer neugierig, was uns da erwartet. Hier haben wir nichts in dir, aber es wird wahrscheinlich wirklich 2 Folgen wert, Leute. Los. Weil es hier dann wirklich jetzt viele Kilometer sind. Aber schön hier, also das gefällt mir wirklich toll. Und ich weiß auch wirklich zu unserer Montagsfahrerei. Oh, herrlich.
Schaut euch das Panorama an, Leute. Schaut euch das an, wie herrlich das aussieht. Also, wenn diese ETS-2 Folge nicht gefällt, dann weiß ich auch nicht weiter. Was ist das denn da hinten? Leuchtturm oder was? Also mal kurz. Hätte ich nur besser davor fahren müssen. Egal, aber... Also sowas gefällt mir, Leute. Sowas gefällt mir wirklich. Also ich vergesse, auf Lüfter reinzulassen. Oh, herrlich. Wir sind halt 60 Tonnen nicht so leicht zu fahren, aber freut mich sehr. Montagsfahrerei hört sich gut an, glaube ich. So ein kleines Special mit ETS2 und einmal die Woche ETS2. Dann haben wir noch den Start-Up-Venture, der noch nicht so gut läuft für euch, der Public Simulator noch nicht so gut läuft, und ich habe auch noch ein paar andere Ideen, was ich gerne mit euch machen würde. Ach, schade, dass man da nicht anfangen kann. Das würde ich sofort hier langfahren und einen Umweg machen. Oh, herrlich, Leute, herrlich. Wie soll ich hier mit 60 langfahren? Oh, herrlich, Leute. Oh. Was für eine schöne Folge. Oh. So? So sieht auch mal lustig aus, finde ich. Also es wird nicht in einer Folge schaffen, mindestens zwei werden wir brauchen für diese Strecke, aber für unser Montagsmalerei-Special, Montagsfahrerei, nicht Malerei, sondern Montagsfahrerei-Special, eignet sich das wirklich wundergut und wunderbar.
Ach, da sieht man jetzt nochmal. Okay, Leute, sorry. Ich weiß, ich sollte eigentlich fahren und nicht Fotos schießen, aber wenn es mir gerade einfach nicht so gut gefällt, sorry. Sieht schon irgendwie lustig aus. So. So, ja. Die besten Fotos wähle ich dann nach in Ruhe aus. Ja, er überholt uns einfach, weil er genervt ist von mir. Deswegen überholt er uns. Du, wenn ich jetzt die 60 Tonnen hinten drauf hätte, dann würde ich dich einholen. Oh, herrlich, Leute, herrlich. Also sowas gefällt mir wirklich. Mal kurz gucken, wo wir sind. Ah, wir sind bald an der... Oh, schaut euch mal hier an. Schaut euch mal hier an, was noch vor uns liegt. Total krass, Leute, total krass. Will ich jetzt auch drei von, ich weiß es nicht. Da ich hier mit diesem Gefährt nicht so schnell unterwegs sind, kann natürlich dann, dass es auch drei fallen werden. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Leute. Und ich hoffe, euch geht genauso. Und ich finde, es ist dann... wirklich für unser Montagsfahrerei-Special wirklich ein tolles Event. Und oh, herrlich, das gefällt mir wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Lecker Schmecker, diese Strecke. Oh, mit den Bäumen hier an der Seite. Jetzt die Grenze. Und liebe Leute, geht das auch so? Geht auch so. Was kostet denn hier? 1,83. Ne, wie viel haben wir noch genug? Ne, wir haben nicht so viel. Ja, ganz schön teuer. Naja, dann. Ist ja nicht mein Geld. Ist ja das Geld der Firma. Oh, herrlich mit den Bergen hier, Leute. Ich freue mich jetzt auch auf die Schweiz. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir durch die Schweiz fahren. Ich dachte, wir fahren gleich von Frankreich nach von Italien nach Frankreich. Ui, 117 Euro. Sehr schön. Gut, ich stelle mich nochmal kurz hier zur Ecke, an die Ecke.
das machen wir normalerweise nicht, aber mit der Lokomotive hatte ich keinen Bock zu drehen. Gut, ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen hier mit dem Scania und mit der Lokomotive. Und ich freue mich vor, wenn ihr dann nächsten Montag wieder bei der Montagsfahrerei einschaltet zum nächsten Teil. Und auch, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr auch den anderen Content anguckt. Und guckt auch mal bei unserem Küchenstudio Pinter vorbei. Da haben wir auch leckere Sachen gekocht. Und guckt mal vorbei und ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus und ciao, euer Andi. Macht's gut und bis bald.